Gut, liebe Leute, wir hauen uns wieder hinein in Assassin's Creed Origins und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich in Nofretetes Jenseits, wenn ich mich noch richtig erinnere. So, und das ist wunderschön, dieses Gebiet. Dieses Gebiet ist einfach so wunderschön. Ja, wer bist du? Lass mich in Ruhe. Anubis-Krieger. Es ist einfach so schön. Das ist einfach wunderschön. Wenn mich der nicht hier nerven wird. Rest in Peperonis. Wonderful. Wonderful einfach. Zu schön. Wahnsinn. Gut. Machen wir weiter. Sonst werde ich hier nicht mehr fertig. Wir haben eh noch so viel zu tun. So, wir haben hier eine Nebenquest. Liebe oder Pflicht? Ja, da gehe ich direkt hin. Da kommt man ans Träumen, ist halt echt so. Ist halt echt so. Moment. Weg da. Da. Auf zur Nebenmission. Schauen wir mal, was uns da erwarten wird. Ach, überall hast du diese Krieger. Es gibt es nicht. Ich will nichts von euch. Lasst mich in der Ruhe. Oh. So. Hallo, der Nepp. Bist du verheiratet, Zeni? Einst. Doch nicht mehr. Tut mir leid. Ich wollte keine Narben aufreißen. Mein Weib würde mich dafür schimpfen. Wäre sie hier. Sie ging durch die Halle der vollständigen Wahrheit, ganz sicher. Aber wieso ist sie nicht bei mir? Selbst das verdammte Rennritual hat nicht geklappt. Du sprachst ihren wahren Namen. Soll ich akzeptieren, dass ich sie nie wiedersehe? Eure Seelen vereint. Unvermindert und unbeschadet. Bis in Rehs Ewigkeit. Ich verspreche es. Vielleicht die Chronik des Tores? Darin wird jeder erfasst. Aber es ist eine verbotene Schrift. Sie liegt schwer bewacht in der Halle der Namen. Wenn deine Frau dort ist, bringe ich euch wieder zusammen. Nimm dieses Andenken. Sie kennt es. Mögest du endlosen Segen erfahren, Bruder. Okay. Das Brot, den Weihrauch. Ich habe es alles. Aber das Ritual hat nichts bewirkt. Hast du Anuke gefunden? Ist sie hier in den heiligen Gefilden? So, wir müssen dort drüber, okay. Dann fangen wir erstmal hier an. Wie ich sagen. Machen wir das Fragezeichen, das hier und dann gehen wir darüber gleich. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist so ein schöner Ort. Wahnsinn. Das haben sie echt schön gemacht. Vor allem, die haben sich echt auch Mühe gegeben mit dem DLC. Das ist halt jetzt echt kein kleines DLC oder so. Das ist halt wirklich so eine... Ja, mehr oder weniger eine große Story-Ergänzung, ne? So irgendwie. Schon cool. Nein.
Oh nein, nicht die schon wieder. So, und was auch geil ist, hier kann man sich gut verstecken. Hey Steve, servus! Ja, ich bin jetzt gerade am Zocken hier. Sorry, ich kann dir... ich kann dir nicht antworten, falls du mir was geschrieben hast. Jetzt schon wieder schwer beschäftigt hier. Und guten Morgen, guten Morgen. Hey, was? Moment. Mein Bauch sagt mir, dass die Gefahr liegt. Ich geb dir Deckung. Sein Bauch. Ich glaube, du hast die Scheißerei, mein Freund. Oh! Ich dachte, das ging. Moment. Moment. Ich töte dich. Nein, bitte nicht. Oh, perfekt. Nein! Hey Vicky, servus! Ahoi, ahoi! Ach so, Steve, du meintest, weil ich dir nicht gesagt habe, dass ich jetzt stream oder was? Ja, gut. Du weißt ja, ich bind das jetzt nicht jedem immer auf, ne? Falls du das meinst. Mal nett verpasst, jawohl. Jetzt haben wir uns gefunden. Haben wir uns gefunden, Vicky. Wo sind denn die Tommy Ultras? Die katern doch nicht etwa noch? Na, sind eh schon ein paar da. Ein paar Leute sind schon da. Ein paar Frühaufsteher hier. Im Lurk-Modus. So. Kochen Sie ja? So, dann haben wir hier noch einen Schatz. Aber auch eine Wache. Ah, irgendwie klappt das mit dem Schleichen heute noch nicht. Schleichen funktioniert das noch nicht so richtig. Wir müssen da ganz sehr durchschnetzeln. Aber ist auch kein Problem. Nein! Ich sage ja, es funktioniert irgendwie nicht. Aua. So. Jetzt aber. Da können wir uns durchschnetzeln. Hier haben wir auch noch was. War so viel Loot wieder.
So, da unten war auch noch mal was. Oder? 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 Hier versteckt. So. Oh, da hat jemand Leichen entdeckt. Oh, und ich fackel gerade alles ab. Auch schön. Was haben wir hier? Wie man das königliche Brot bereitet. In einer Schale, gereinigt mit Wasser, das die Priester des Amun gesegnet haben. Vermische Mehl, Salz und geweihte Hefe zusammen. Gib mit sauberen Händen Wasser dazu und vermenge alles. Bedecke die Schale mit deinem besten Stoff und bete zu Bastet. Ganz wichtig, ja. Sind die Gebete gesprochen? Trage das Gemisch zu einem flachen Stein. Teile die Menge genau gleich, damit keiner sich beschweren kann. Knete die Teigstücke mit deinen Händen, bis sie herrlich sind. Bestreue Papyrus mit Körnern und drücke den Teig darauf flach. Verziere die Oberseite mit weiteren Körnern. Lass es für die Länge einer Geschichte ruhen. Bringe die einzelnen Portionen zur vorgeheizten Backstelle. Lege jedes einzelne vom Papyrus auf den Stein. Warte, bis es fertig ist. Verzehre es mit Honigbier in Gesellschaft deiner Lieben. Haben wir hier auch noch ein schönes Rezept in-game. Hey Tom, servus, wie geht's, wie steht's? Ja, alles tutti frutti und Robson, servus. Ahoi, guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Hört sich nach einer Sexpraktik an. Ich weiß nicht. So. Was haben wir hier? Zutaten fürs Brot. Um gutes Brot zu backen, braucht man 2 große Hände voll Mehl aus Getreide, etwas Hefe, eine Prise Salz, Wasser aus 2 hohlen Händen, von der Sonne vorgewärmt, ein paar Weizenkörner, um den ungebackenen Leib damit zu zieren. Wundervoll. Wundervoll. Hier unten ist noch was. Darf ich nicht vergessen. Ach, was mache ich? Ein Schatz fehlt noch, dann sind wir hier auch fertig. Königliche Bäckerei. Würde mich wundern, wenn da irgendwo eine Schlange drin ist. In der Bäckerei. Gleich mal die Bäckerei hier überprüfen. So. Gut, keine Schlange. Ihr dürft weitermachen. Wow. Jetzt gehen wir hier runter. Oh, da sind schon wieder Skorpione. Ein paar Skorpions. Morgen wird es spannend. Okay. Aber wegen dem Yabasho-Dingsbums, meinst du? Groß an Lobpreisungen. Herrin der beiden Länder, Mutter von 6 Töchtern. Neben
und nicht unter dem rechten Arm des einzigen Gottes. Strecke die Feinde des wahren Glaubens nieder. Aha. Oh, hier haben wir noch einen Plunder. Also nochmal Glück gehabt. So, jetzt hole ich mir die Skorpione. Die haben immer diese Scherben, das ist ganz cool eigentlich. Oh, da ist eine Schlange, gell? Ja, sehr gut, Zenu. Hat zugeschlagen. Zenu hat zugeschlagen. So. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Ah, die kriegen wir auch, die paar Krieger. Die Halle der Namen. Die Schriftrollen der Toten werden dort sein. Ach, macht nix. Was? Sehr gut. Ein bisschen geklappt mit dem Feuer, dass sie ein bisschen Damage bekommen haben. Und da kommt schon wieder ein Schieb. Lass mich bloß in Ruhe. Chaosbär, guten Morgen, servus. Ahoi, ahoi. Und die Salzbiene, die wird schon noch einen Sieg, einen Ehrensieg vielleicht noch holen, ja. Steve. Schauen wir mal. So. Boah, da gibt's noch einen Haufen Plunder. So, dann schauen wir mal da runter. Was haben wir hier? Halle der Namen. Erstmal nehme ich hier den ganzen Loot und jetzt schauen wir mal. Ein Liebesgedicht. Erbin sollst du sein, das ist dein Platz. Erste unter den Frauen im Palast. Ein Antlitz von Gerechtigkeit. Von zwei Federn geschmückt. Herrin der Glückseligkeit. Mit Gnade bestückt, der Klang deiner Stimme erfreut meine, des Königs, Sinne. Du, meine Hauptfrau, meine Angebetete, Herrin der zwei Länder, Neferneferuaton, Nofretete. Was ist das für ein Zungenbrechername hier?
Nofer Neferuaton. Mögen alle sie verehren, soll ihr Leben für immer und ewig währen, nie vergänglich, ihre Schönheit unendlich. Bar und K. Der Bar derer, der im Jenseits sind, hält Wache, während der K ihren Weg erleuchtet und sie beschützt. Ihr Name wurde zu Yeneppu geändert, als sie das Jenseits betrat. Hat Anubis das befohlen? Ich könnte Heths Ritual mit ihrem wahren Namen probieren. Er sprach von Brot und Weihrauch. Okay, jetzt müssen wir erst wieder zur Bäckerei. Mal, gibt es hier irgendwo einen Schatz oder so? Nope. So, einmal ein Weihrauch, vier Brote. Hoffentlich keine Kobras. Wir brauchen mehr! So. Jetzt noch Weihrauch. Da hinten sehe ich was. Eine Feuerschale für Heths Spruch finden. So, und jetzt hierhin. Okay. Oh no. Gnade. Wir haben ja da noch eine andere Quest auch, ne? Hier die Herrin der Gnade. Okay. Jetzt will ich mal überlegen, ob ich nicht vielleicht zuerst die Fragezeichen mache, bevor wir uns da hineinkommen. Wir machen noch vorher die Fragezeichen. Bevor wir uns um die Mitte kümmern. So, ich hoffe, die sehen mich nicht. Oh no. Lass mich in Ruhe. Aber hier ist Plunder. Oh, jetzt wird's dunkel. Ach, wie sie nerven. Da haben wir wieder Skorpione. Hier noch was? Nein.
Okay, okay. Hier hinunter. Ah, wer braucht die Leiter? Die Leiter brauchen wir nicht. So. Segnung des Fundaments, Aton und seiner Gottesgemahlin zu ehren. O großer Herr, wisse, dass wir hier heilige Amulette, Skarabäen, Opfer und Ushebtis aufgestellt haben. Mögen diese Gaben diese Wände segnen, auf dass sie über Generationen um Generationen nicht fallen oder bröckeln. Diese Gaben nehmen wir natürlich herzlich an, ne? Wir bedanken uns auch, aber ziehen dann auch gleich wieder weg. Und weiter. Wow. Auch zum nächsten Fragezeichen. Bisschen stabiler. Steins, moin, immer noch nicht fertig mit Origins. Nee, noch nicht. Aber ich habe auch nicht viel gespielt. Die letzten Wochen, muss ich dazu sagen. Ich war ja krank, ne? Aber jetzt bin ich wieder fit und jetzt gibt's auch wieder vermehrt Streams. Aber wir sind schon auf gutem Wege. Ne? Wir sind schon auf gutem Wege, warte mal. Hier, wenn ich hier... Das DLC hier, ne? Ich habe eigentlich schon alles getan, ne? Nur da unten, das fehlt mir noch. Jebu. Und... Hier noch das hier. Und das hier. Dann, ansonsten habe ich alles. Also ich schätze mal, dass wir heute noch fertig werden. Zumindest mit dem DLC, dann haben wir noch immer etwas. Wir haben dann noch diese Touren, machen wir dann auch noch. Schau ich mir auch noch mal an. Ich weiß nicht, ob wir alle machen oder nur bis ich die Achievements habe, aber das würde ich mir auch noch ganz gerne anschauen. Und dann, krank hast einfach nur noch Deep Rock Galactic gezockt. Ja gut, das habe ich nebenbei gezockt. Aber da muss man nicht viel nachdenken. Ich war nicht aufnahmefähig, weißt? Für ein Story-Game oder so, ne? So da... Ja. Hätte auch sein können, dass ich nach einer halben Stunde dann wieder irgendwie, keine Ahnung, Kopfschmerzen bekomme oder so. Und dann... Ja, bringt's auch nichts, wenn man dann anfängt mit Assassin's Creed. Weil wenn ich mit Assassin's Creed anfange, dann will ich schon ein paar Stündchen spielen. Ich hab's eh einmal... Ich glaube, einmal habe ich nur eine halbe Stunde spielen können. Hab dann wieder abdrehen müssen, weil ich so Kopfschmerzen bekommen habe. Ja, ist jetzt nicht ideal, ne? Für einen Stream. Und bei Deep Rock kannst du einfach ausschalten, so, wenn es nicht mehr geht. So, wenn ich dann irgendwo da mitten in einer Story-Mission wäre oder so, ist halt dann blöd. So, das war so mein Gedanke dahinter, deswegen habe ich eine Pause gemacht. Ich wollte das nicht krank zocken. Was für Truhen? Nein, Touren. Da gibt's irgendwelche Touren. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Lassen wir uns überraschen.
Da kann man auch irgendwie mit Charakteren durch eine Tour oder irgendwie so, also laut Achievements kann man dann mit fünf, also muss man mit fünf Charakteren verschiedene Touren machen. Keine Ahnung, ich schaue es mir dann später an. Ja, war doch nur ein Scherzchen. Ich habe es eh verstanden. Ich wollte mich trotzdem rechtfertigen. In Anführungszeichen. Ich weiß eh, Robson. Ich weiß ja eh. Wir sind hier euch zu ehren, o edle Skorpione, die uns vor der Gefahr schützen. Eure Macht und Gewandtheit sind furchterregend. Wir knien in Ehrfurcht vor euch nieder und verschreiben uns eurem Wohlergehen. Die Geschichtsdinger. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass man da... Stimmt, wir haben eh... Jetzt, wo du sagst, ich glaube, da haben wir eh einmal drüber gehabert und da stand irgendwie sowas, dass man da irgendwie die Geschichte oder so von Ägypten erzählt bekommt oder irgendwie sowas. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wir werden uns das auch noch anschauen. Und ja, ich will sowieso 100% Achievements machen. 91% oder 92% habe ich schon. Und dann schauen wir noch, was uns noch fehlt. Wenn wir das jetzt beendet haben. Oh, hier ist noch ein Skorpion. Haus der Trankopfer. Aha. Oh, hier haben wir auch gleich ein Fragezeichen. Und hier ist ein unterirdischer Gang. Aha. Okay. Ah, wahrscheinlich hierfür. Oh, das können wir nutzen dann. Wow. Und vielleicht können wir dann schon morgen oder je nachdem mit Odyssee anfangen. Das wäre ziemlich geil. Auf das bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Oh je, das dauert ja noch länger. Ja gut, aber wir haben es ja auch nicht eilig eigentlich, ne? So, ich habe letztes Mal gesagt, bis Mirage haben wir noch Zeit, ne? Bis Mirage könnte ich mir theoretisch jetzt noch Zeit lassen. Von dem her passt es eigentlich eh. Wenn es jetzt nicht so schnell läuft. Was haben wir hier? Tutmosis Geheimnis. Ich habe eine Skulptur von solcher Perfektion erschaffen. Ihre Schönheit ist absolut makellos und ewig. Doch unter diesem Schatten der Symmetrie, unter den scharfen Wangenknochen und der noblen Braue liegt die Wahrheit. Aha. Okay, okay. Ich glaube, das sind immer so... Ein Hinweis. Ah. Oh. Da müssen wir eventuell nochmal zurückgehen. Schatz des Echnaton. Oh, das habe ich mir gar nicht angeschaut. Ich denke mal ganze Zeit, das sind doch alles hier Hinweise. Das machen wir dann auch noch. Da werden wir auch noch dem nachgehen dann. Okay, dann müssen wir wieder nach Echnaton dann. Valhalla wird auch nicht kürzer, ja, perfekt. Dann sind wir ja bis zum Release von Mirage perfekt fertig. Wunderbar.
Also langweilig wird uns nicht. Bis Mirage, das weiß ich. Ich habe noch einen Haufen zu spielen. Oh, das sieht so cool aus hier. Hammer. Gut, dann hau ich mich jetzt mal in diesen unterirdischen Tunnel oder was das ist. Oh. Genau, hier. Oh, hier haben wir auch noch einen Schatz. Und ich hol mir... Ja, weg von mir, weg von mir! Weiche von mir! Skorpion! Jetzt ist die Frage, ich soll... Oh, da haben wir noch einen. Oh, shit. Ach, ich mach den. Hup. Ich glaube, die sterben sowieso an Gift, oder? Oder auch nicht. Oh, Frechdachs. Nein. Ich glaube, ich folge einfach mal nur dem Loot. Es gibt hier keinen anderen Weg, anscheinend. Müssen wir hier hin? Ich habe so das Gefühl, dass langsam irgendwo hier Soldaten auftauchen könnten. Ja, wir sind hier schon drin, oder? Na? Hey, wo sind wir denn da? Was ist denn das hier? Okay. Mein Riecher ist ja richtig gut. So viele Soldaten.
So, aber jetzt können wir da hinein. Wow. Und ich sehe schon einen Anubis-Krieger. Diese Zone ist tabu. Oh, da sind einige. Eieiei. Hier ja auch noch nichts aufgedeckt. Okay. Okay. Oh, King Nemo, danke dir. Willkommen in der Pfanne. Dankeschön. Warte, ich könnte mir holen und Spitz. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, auf Valhalla, gell? Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Auf Valhalla freue ich mich auch richtig. Habe ich eh schon öfters gesagt, das Setting spricht mich halt auch sehr an, ne? Hey! Oh Gott. Ah, schade. Gut, dann machen wir so. Leuchtfeuer gibt's hier, glaube ich, eh nicht. Also kann ich da eigentlich eh die Leute ausschalten, wie ich möchte. Okay, so vielleicht nicht. Hey, was? Das war kein Headshot. Okay. Wie die sich schon in Deckung gestürzt haben. Bereitschaft hier. Boah, das ging durch. Sehr schön. Ich hab dich. Nein, ich hab dich. Immer wieder neue Krieger. So. Kann man hier noch irgendwas looten?
Dum, 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 dum. So, jetzt schaue ich, dass ich mir den irgendwie hole. Hui! Perfekt. So. Dann schauen wir, dass wir die Quest jetzt mal machen. Dies ist die Wirkstätte von Nofretete. Hochgelobte, vielgeliebte Herrin der zwei Länder. Herrin aller Frauen. Herrin des Nils. Wie viele Titel die wir haben. So. Was fehlt uns noch? Der Hauptmann und noch ein Schatz. Und so viel Loot hier. Ich kann da einfach nicht vorbeispazieren. Es fällt mir einfach schwer. Also ich muss nicht den gesamten Loot des Spiels haben, aber wenn ich einen sehe, dann muss ich ihn auch mitnehmen, ne? Das ist halt das Ding. Okay, und der gehört wahrscheinlich zur Hauptquest. Das heißt, den spreche ich noch nicht an. Die Hauptquest will ich noch nicht machen. Erstmal die Nebenquest. Ja, hier auch noch zwei. Von allen geliebt. Herrin der Gnade. Ah ja, und da komme ich nicht rein. Okay. Oh, das sieht wieder hier cool aus. Süß von Liebe. Geliebte des lebenden Artons, des himmlischen Herrschers, des einzigen Gottes. So, der Hauptmann. Zack, und wir haben's. Sehr schön. Und Level Up haben wir, glaube ich, auch. Ein Fähigkeitspunkt. Sehr gut. So, wie komme ich hier runter? Muss ich irgendwie hier eine rituelle Feuerschale brauche ich. Da können wir nichts machen. Schon nochmal hier runter vielleicht. Oh. Ja, hier. Hier drinnen. Okay.
Angel, den Henna Kaif. Ist das der? Nein. Er zieht mich hinter sich her. Okay, wir folgen dem Ding mal. Man soll doch nicht mit Fremden mitgehen. Ja, gut. Manchmal lässt sich's nicht vermeiden. Aber grundsätzlich hast du recht, ja. Aber in dem Fall muss ich's mal. Ah, jetzt gehen wir da hinunter. Okay. Der Ren ist in den Diener von Anubis geflohen. Ich muss ihn befreien. Sie ist frei. Oh, Bogen des Reisenden. Haben wir bekommen. Schauen wir gleich mal. Bogen des Reisenden. Ah, hier. Schlaf bei Treffer. Das ist auch interessant. Sieht auch eigentlich ganz cool aus. Mit den Zacken. So. Na gut. Übrigens kann ich, glaube ich, den Hammer, den Hammer. Welchen habe ich sonst immer verwendet eigentlich? War das der? Nein, Jagdbögen. Ah, hier haben wir es. Den haben wir ausgerüstet. Ich würde aber gerne den hier ausrüsten. Feuer brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Da haben wir ja das Achievement eh auch gemacht. Und vom Raubtierbogen genauso, gell? Oder? Gesundheit beim Töten. Brennen bei Treffer.
Ich glaube, der ist besser. Schaden pro Sekunde ist er schwächer, aber... Ja, gut. Ich meine... Wir haben jetzt eh keine großen Probleme hier. Sind sowieso overleveled. So, gut. Dann können wir jetzt hier die Herrin der Gnade machen. Mit Tahemets Einladung zur Auktion in der Hand bricht Bayek auf, um das Relikt zurückzuholen, das aus Königin Nofretetes Grab gestohlen wurde. Das machen wir jetzt. Genau, da brauchen wir eine Untersuchung, da müssen wir mit denen reden. Ne? Das haben wir eh schon gesehen. Das ist so cool, wie sich hier der Mond vor die Sonne stellt. Und jetzt geht er wieder weg. Hammer. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ein sehr, sehr geiles Gebiet. Ich glaube, bis jetzt der schönste Ort vom DLC. Und einer der schönsten Orte vom ganzen Spiel. Würde ich jetzt mal sagen. So. Die Pharaonin ist nicht zufrieden. Du willst ein Relikt von Nofretete auf einem Teller mit unreinen Opfergaben darbieten? Du beleidigst die Götter. Diese Vision ist die Beleidigung. Ich will sie richtigstellen. Dann reinige die Opfergaben, die, welche die Götter auf ihrer heiligen Barke ernähren. Etwas ist faul. Finde und verbrenne das unreine Essen. Oh, jetzt müssen wir erst woanders hin. Aber gut, ich rede mal weiter mit den anderen Leuten. Dieses Relikt. Es wurde Nofretete gestohlen. Du kannst das nicht zum Tempel bringen. Nicht, wenn die Opfergaben verdorben sind. Sie würden Hathor beleidigen. Was ist verdorben? Das Trankopfer muss rein sein. Im Wasser siehst du dein eigenes Gesicht. Doch im Wein das Herz seines Gartens. Oh, der gute Wein. Etwas wurde der Pharaonen gestohlen. Ich möchte es zurückbringen. Du gehörst hier nicht her. Dein Fleisch ist unrein, mit Blut besudelt und von Trauer verzehrt. Du kannst Nofretete nicht besänftigen. Ich muss es versuchen. Dann tauche tief in das heilige Wasser ein. Okay. Gut, wir haben drei Quests. Die nächste Quest mache ich gleich. So, und das ist hier unten. Gut. Meine Güte. Überall diese Krieger. Haben wir gestern den Uncharted-Film angesehen? Naja, was mit den mit Tom Holland, gell? Und hier Mark Wahlberg, gell? Ja, er war okay. Er war okay. Kann man sich mal anschauen, aber ich bevorzuge trotzdem noch die Spiele. Hey!
Das gibt es nicht. Schon wieder überall Schlangen. Man sieht es einfach nicht. Und dann stellen die natürlich auch wieder hier so Seile hin, ne? Das sind solche Drecksäcke, seid ihr. Seid solche Drecksäcke von Ubisoft. Ah, ich brenne. Warum so viele? Ich hoffe, ich habe alle beseitigt. So Gefäße müssen wir zerstören. Uiuiui. Wieder ganz schwummrig hier. Der Weig vom Wein. Oh! Vielleicht ist das der Wein von Robson. Ist natürlich schade, dass wir ihn jetzt zerstören müssen, ne? So, na, hier haben wir noch was. Aber das mit Nolan North war witzig. Boah, ich weiß es nicht. Schon ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe. So, Quest. Quest. Nächste Quest. 205 Meter. Müssen wir unreines Essen verbrennen. Und das Pferd hängt. Okay, am Schiff. Etwas ist faul. So, da steht es mir jetzt drauf. Das ist der in den Spielen Nate dargestellt und gesprochen hat. Ah, okay, die Anspielung auf die Spiele war schon gut. Ah, okay. Aber ja, wie gesagt, ich meine, er war jetzt nicht so herausragend, der Film, dass ich jetzt den kompletten Film nochmal im Kopf habe. Ist halt schon ein bisschen länger her, wenn ich ihn gesehen habe, wie gesagt. Und ja.
So. Oh shit. Ja, aber ich finde, der Bogen mit dem Feuer war eigentlich schon ganz cool so. Also irgendwie vermisse ich jetzt was. Ich glaube, ich nehme mal wieder den Bogen des Reh. Irgendwie finde ich den ganz cool mit dem Feuer. Aber Holland und Wahlberg passen einfach nicht. Ja, es war ganz komisch. So, ja. Es war irgendwie anders als in den Spielen so. Den Pfeil einfach wegzuwerfen ist natürlich auch gut. Welchen Pfeil? Was? Ich habe einen Pfeil weggeworfen. Du meinst die Fackel? Ich habe die Fackel geworfen. Hier so. Meintest du das? Wow. Oh shit. Ja, ja, das war eine Fackel. Wow. War kein Brandpfeil, ja. Na. Hier noch. Stimmt, da können wir auch noch hin. Sind wir schneller, wenn wir da Schnellreise machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir wären dann nicht viel schneller jetzt. Aber schau die Skorpione, die spawnen immer nach. Das ist extrem gut, um hier die Scherben zu farmen. Wenn die jedes Mal zwei Scherben geben. Sehr geil. Wie viele Scherben haben wir eigentlich? Oh, wir können wieder was upgraden. Perfekt. Machen wir gleich das hier, dann sind wir da auch voll. Und jetzt eigentlich nur noch die zwei Sachen. Und dann haben wir alles geupgradet. Wir sind eigentlich komplett fertig. Wir haben voll gelevelt. Wir haben den kompletten Skillbaum. Ja, eine Menge Spielzeit, ne? Da wird nicht lang gefackelt. Die Fackel kommt weg. So ist es, ja. Vor allem bei Brandstiftung. Das versteckte Messer und Tasche noch, ja. Die versteckte Klinge. Kenne ich dich? Ich glaube, ich sollte, als wären die Knoten unserer Leben verbunden. Ich war früher ein Händler, und du starbst durch die Hand eines schäbigen Verwalters. Ich habe dich gerächt und habe den Ring deines Vaters. Wie kann ein Lebender das Sommerland durchqueren? Aber es bedeutet mir viel. Ich danke dir, Rächer. Das Sommerland. Und wieder ein Fähigkeitspunkt. Machen wir schon 6% mehr Schaden, ne? Da hinten haben wir wieder einen Skorpion. So. Jetzt so langsam habe ich keine Missionen mehr. So langsam gehen wir die Missionen aus. Entschuldigung. Ich hatte nur Augen für den Skorpion.
müssen wir die heilige Quelle finden. Königliche Gemahlin, seine Geliebte, Herrin der beiden Länder, Nefer Uaton, Neferet Iti. Das schwarze Land ist getaucht in das himmlische Licht und den Glanz der Sonnenscheibe des Aton. Du bist die Mitregentin des Pharao. Mhm. Also mal ein bisschen waschen, wir nehmen mal wieder Zeit, Mike. Ich habe gehandelt wie verlangt. Ein Symbol ihrer Macht und Autorität als Pharaonen. Wir waren schon lange nicht mehr schwimmen. Mit ihm. So. Gut, jetzt können wir da hin. Die Herrin der Gnade. Tommy, bei Gelegenheit kannst du mal von der Wolle zu mir die Schnitzel umschreiben. Okay. Was ist denn jetzt dein Hauptding eigentlich? Irgendeins von denen war ja dein dein Handy-Account, gell? So, machen wir das mal. Nein, gib sie mir. So. Kein Problem, Tom. Ich hatte keine mehr auf dem Mager, oder? Ich glaube nicht, nein, da habe ich es dir schon rüber geschickt. Ich kann noch mal schauen, ob ich da irgendjemanden finde. Magermilch. Ne. Nope. Was habt ihr gemacht? Du bist ja auch jetzt wieder mit dem... Hä? Mach mal Rufzeichen HRS, bitte, Petra. Ja, gut. Da. So. Schwuppdiwupp. Hab mich nur wieder umbenannt. Ja, okay, aber es ist dann der gleiche Account. Gell? Ja, gut. Kommt doch immer wieder mal vor. Ja. Ich verstehe.
So. Was ist ein Naturschnitzel? So nennt man bei uns in Österreich ein Schnitzel ohne Panade. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Na, bei Magermilch hattest du null, Petra. Null Schnitzel. Ich hab's genau gesehen. Ich hab sie dir jetzt nicht stibitzt oder so. Hast wahrscheinlich letztes Mal wieder ordentlich in die Pfanne reingeworfen, ne? Oh, haben wir wieder einen Bossfight? Creepy aus. So wie sie. Oh. Okay, die kommt nicht mit friedlichen Absichten. Genug. Das endet hier. Aber sowas von. Hier! Tja! Okay. Ja. Oh, hat die sich gerade geheilt? Ich hab's nicht gesehen jetzt. Ah, die macht Schaden. Face mein Schwert! Boah! Hey, yeah. Autsch. Autsch, autsch! Zum Glück haben wir ein starkes Schwert, wo wir uns auch regenerieren können. Voll drauf, voll drauf! Au, 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 au! Ei! Puh. Komm, wir haben es fast. Jawohl! Und schwupps! Das war's mit ihr. Puh. Rest in Peperonis. Nofretete. War sie Pharaonen? Oder Göttin. Nofretete verehrte den Aton. Aber wer hat ihn jetzt? Den Apfel. So. Nicht so kalt wie Domi eigentlich.
Ice cold. Ice cold bin ich. So, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Ja, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Sprich mit Isidora. Okay. Aber wir haben hier ja so Rätseldinger, gell? Endlich liegt er, still bewacht. Komm, Neferu Aton, nimm Geisel und Krummstab. In deiner Hand trage die Ureus-Schlange, die sich aufbäumende Kova, und führe unsere beiden Länder. Göttin, Herrin der Gnade, Gefährtin von Aton, du mit der mondblassen Haut, deren Perfektion alle Frauen überstrahlt. Seine große königliche Gemahlin, du zeigst uns Gläubigen den Weg. Ich glaube, das hat irgendwas mit diesen Statuen auf sich, ne? Oder? Ich schau jetzt mal, ich... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber... Oh mein Gott. Ich brenne. What the fuck? What? Der schießt mit irgendeiner Scheiße. Scheint nicht. Okay, ich verstehe das mit dem Rätsel noch nicht so ganz. Ich will es nochmal durchlesen. Okay, nochmal. Ich weiß nicht genau, wohin ich das jetzt... Ich hab's nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Ich lese jetzt nochmal. Hier. Mondblasser Chons, Verfinsterer des Atons. Aton, zeige uns Gläubigen den rechten Weg. Die Wahrheit liegt am Ende des Schattens, der höchste Punkt.
Ruheplatz des Bar, unter aber nicht neben deinem rechten Arm, schlag zu. Der stille Schlund geöffnet, der von Kovas bewachte Schatz des Krummstabs. Okay. Mondblasser Hons, Verfinsterer des Atom. Ich gehe davon aus, dass hier der Mond irgendwie vor der Sonne stehen soll oder so. Irgendwas mit höchstem Punkt. Ansonsten keine Ahnung. Hier sollte ich vorsichtig sein. Mal. Das ist ja der höchste Punkt hier eigentlich, oder? In dem Land. So, aha. Da haben wir schon Schatten. Okay. Das ist aber der höchste Punkt hier, gell? Ja, ich gehe davon aus. So, jetzt lesen wir nochmal durch. Der höchste Mondplatz ist wahr, unter aber nicht neben deinem rechten Arm, schlag zu. Unter aber nicht neben deinem rechten Arm. Oh! Hier, das ist das gemeint? Dieses Häuschen hier? Nein. Ich verstehe das mit dem rechten Arm nicht. Die Musik immer packt. Aber irgendwas hier, ich glaube irgendwas hier mit den Dingern hier. Na, der Schatten geht nur in die Richtung. Die Sonne steht halt immer an einem Punkt, ne? Deswegen. Und auch wenn der Mond irgendwie davor ist, schaut's auch nicht wirklich anders aus. Ja, wir sind hier in einem Jenseits, Vicky. Das ist halt. Hier läuft's ein bisschen anders. Schau, die Schiffe fahren auch auf Weizenfelder und sowas. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der große Rätsler. Aber du hast schon die richtige Statue. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich rätsel nur. Es hieß der höchste Punkt. Das ist der höchste Punkt hier, ne? Hier steht irgendwas von der höchste Endlichkeit. Nein, das nicht. Göttin, Herrin der Gnade, Gefährdung. Der Perfektion aller Frauen überschreitet eine große königliche Gemahlin. Nein. Wo war denn das mit dem höchsten Punkt? Hier, die Wahrheit liegt am Ende des Schattens. Der höchste Punkt. Ruheplatz des Bar. Am Ende des Schattens. Deswegen, ich hau mich jetzt einfach mal zum Ende des Schattens. Fahren in Österreich keine Schiffe auf Feldern, ihr habt doch kein Meer. Also müssen die doch irgendwo fahren. Ja, ich fühle mich wie zu Hause. Nur ein paar Berge fehlen. Wobei da hinten sind eher ein paar Hügel. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwas hier ist.
da irgendwo irgendwie draufschlagen muss oder zerstören muss oder so. Ich hab keine Ahnung. Ansonsten gebe ich's auf und ich glaube, ich schaue irgendwo nach. Dann muss ich die Dinger auch verbrennen. Ich hab keine Ahnung. Der fackelt das Totenreich ab. Na klar. Du Brandstifter. Oh, schau, sie löscht. Wie sie es löscht. Oh Gott, ich sterbe. Oh nein. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen hier. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Das war so meine einzige... Habe ich irgendwo eine Skulptur gesehen? Von Nofretete? Ich weiß nicht. Ich meine, oder ist... Ich meine, diese Skulptur wird wahrscheinlich Nofretete darstellen. Aber davon gibt es so viele. Es geht ja bis da hinten. Und da gibt es auch noch mal eine. Ey, Jen, servus! Oder spielt wir mal Assassin's Creed wieder? Na klar! Wow. Na toll, jetzt wird das nichts mehr mit Odyssey, weil am Rätsel festhängt. Ja, das ist echt. Aber schau, da hat sie nichts in der Hand. Oder? Oh ja, jetzt hat sie auf einmal was in der Hand. Die hatte doch gerade nichts in der Hand, oder? Oder ich bin schon ganz... Ja, gut. Keine Ahnung. Wow. Du bist falsch, du hast du es schon, Vicky, oder was? Du bist falsch. Das mit den Statuen erinnert mich an Zelda Breath of the Wild. Da gibt es auch eine Quest mit Statuen. Okay, okay. Aber ich bin schlau, ich hab Google, aber ich spoiler nicht.
Okay, sag mir, wo ich hin muss. Sag mir einfach nur... Sag, wo ich hin muss. Ich würde eh selbst nachschauen, ne? Also, von dem her, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Soll ich Stopp sagen, wenn du drauf kommst? Na, sag mir einfach nur, in welcher Richtung die ist. Sag Osten, Norden, Westen oder Süden. Dann schau ich. Oder Mitte. Süden. Okay, wirklich im Süden. What the fuck? Dann vielleicht... Hat es was mit der Statue zu tun? Vicky? Grad West, 67 Grad Süd. Es ist vielleicht hier. Ich weiß es doch nicht. Aber was hat das mit diesem Schatten und dem ich check's nicht, keine Ahnung. Oh, aber das sieht schon ein bisschen anders aus hier. Ja? Oder? Ja, aber was soll ich denn da machen? Ich hab keine Ahnung. Bisschen nördlich. Was soll denn das sein, bitte? Ey, ich schau jetzt nach. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock, mich da zu verirren und rumzuirren und keine Ahnung. So, warte mal. What the fuck? Okay. Ah, ich meine, ja klar, wird von der Cobra, von Cobras bewacht. Da waren wir doch schon drinnen, ne? Eigentlich logisch. Aber dort ist der Schatz. Yeah! Ich meine, das mit dem... Das habe ich mir eher auch gedacht. Weil da, wo wir halt gerade so viele Kobras gekillt haben, ne? Da stand ja auch irgendwas im Rätsel, wo die Kobras irgendwie beschützen, irgendwas. Da habe ich mir halt eh gedacht, ja, ich hatte es kurz im Kopf, aber ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Ich habe es nicht im Gedanken gehabt. Ansonsten hätte ich da jetzt eh auch nachgeschaut. Aber die anderen Dinger haben mich auch ziemlich verwirrt, muss ich sagen. Warte mal kurz, wo war denn der Eingang nochmal? Also das mit dem höchsten Punkt und keine Ahnung was... Das verwirrt mich halt, ne? Zeig Map, wenn du ankommst. Ja, hier ist es.
Hier muss es irgendwo sein. Hier runter. Das war das mit dieser Kobra, glaube ich. Mit dieser Kobra-Höhle, ja. Nee? Hier ist es nicht. Nein, das ist hier nicht. Stimmt, warte mal. Nee, es ist weiter rechts. Warte mal kurz. Oh mein Gott. Ah, okay. Falsch gedacht. Ich habe den Text jetzt nicht komplett gelesen. Okay, gut, dass ich nachgeschaut habe, weil das ist falsch. Was ich mir gedacht habe. Also was ist denn das für ein Rätsel? Ich bin kein Rätsler. Muss mich geschlagen geben. Jetzt muss ich irgendwo da wo ich markiert habe halt, ne? Da müsste es irgendwo sein. Ich zitiere: Eigentlich sollte man doch davon ausgehen, dass der Schatz in der Nähe einer Büste der Nofretete liegt, nicht wahr? Falsch gedacht, ja. Genau. Darauf muss er mal kommen. Okay, die scheinen ein bisschen kniffliger zu sein. Diese Rätsel, nicht so wie diese Papyri-Rätsel, wo es halt relativ eindeutig war. Aber hier. Irgendwo hier muss eine Kobra sein. Aber ich weiß nicht wo. Ah ja, hier. Und hier ist der Schatz, so what the fuck? Oh! Okay, hier höchster Punkt. Hä, aber... Also am Ende der Schatz... Ja, gut. Aber das ist nicht der höchste Punkt. Und jetzt habe ich nicht geschaut, was ich bekommen habe. Da ist der Schatten, ja. Aber das ist doch nicht der höchste Punkt. Diese Aussicht zum... Der höchste Punkt ist dort oben. Das ist doch höher. Naja. Aber was hat das mit dem Arm zu tun? Ich habe keine Ahnung. Deswegen sage ich ja, also irgendwie wird es schon einen Sinn machen, weil sonst würden die das nicht reinschreiben. Aber ja. Ich bin halt einfach zu blöd dafür. So, jetzt machen wir noch die eine Quest hier. Und ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Warte mal kurz. Schauen wir kurz. Irgendeine Waffe bekommen? Irgendeine Legendary? Ja, Vipernzahn. Vergiftung bei Treffer. Die ist neu. Die ist auch neu. Giftige Gnade. Neue Schilde. Gut. War da nicht ein Schmuck dabei? Ja, wir können schon im Inventar. Ich weiß es nicht. Nee, ansonsten habe ich nichts Neues. Ist ja auch egal. Huch. Ah.
Entschuldigung. So. Hier haben wir auch noch eine Quest. Irgendwie, oder? Nee, der schickt uns wieder nach Hause. Mit der Quest. Hä? Sprich mit Isidora. Hä? Hä? Okay, das verstehe ich nicht. Okay, egal. Ah, das ist da unten. Ah, wir werden einfach nur rausrennen jetzt. Ah, okay. Ich verstehe. Deswegen war ich verwirrt. Da können wir woanders hin. Aber wir sind hier jetzt, glaube ich, komplett fertig. Mit Nofretetes Jenseits hier. Ah ja, und wir gehören auch wieder zurück. Und... Ja, okay. Ja. Ich gehe erstmal zur Quest. Und dann mache ich hier Jebo auch noch fertig. Es stört mich ein bisschen, dass das als einzige noch nicht fertig ist. Ansonsten haben wir alles. Bis auf die... Auf das hier noch. Hier das Grabmal von Tutanchamun. Und dieses Fragezeichen noch. Ansonsten haben wir alles. Gut. Irgendwer wird's schon machen, Vicky. Irgendein armer Knecht. Vielleicht der Knecht Ruprecht. Der kommt ja auch bald. Aber hier waren wir schon lange nicht mehr. Nofretete und Echnaton sind nun fort. Ich besiegte sie in der Duat. Du warst im Land der Toten? Und du lebst? Nein. Es war eine Halluzination. Ich ging durch die Gefilde der Binsen und spürte den Wind auf der Haut, aber ich war nie dort. Das werde ich auch nie sein. Zweifle nie daran. Egal, was du getan hast, es gibt einen Weg. Ich helfe dir, ihn zu finden. Der Aton. Echnaton gab ihn an seine Nachfolger. Vielleicht wurde er aus einem ihrer Gräber gestohlen. Tychons Beerdigung wird bald stattfinden. Stand etwas in seinen Aufzeichnungen? Er kannte die Gräber sehr gut. Nein. Irsu, der das Grab Nofretetes ausraubte, sagte, er arbeite nicht allein, aber... Nun ja. Was ist geschehen? Ist er tot? Soldaten kommen. Bitte, man darf dich nicht sehen. Hier. Priesterin, eine Frage. Wir ermitteln gegen einen Ring von vermeintlichen Grabräubern. Stellt euch meine Überraschung vor, als der Hauptverdächtige plötzlich stirbt. Ich weiß, ihr hattet Meinungsverschiedenheiten. Also, Priesterin, sagt mir, wer tötete Tychon? Tychon? War er nicht einer der Euren? Ein Kamerad deines Strategos? Vielleicht ist einer seiner Komplizen es leid gewesen, die Beute aus den Gräbern mit ihm zu teilen. Hatte er denn einen Dolch im Rücken? So viele wünschten ihm den Tod. Wie wollt ihr den Schuldigen finden? Geht nicht zu Tychons Begräbnis. Sucht alles ab. Sie verbirgt etwas. Okay.
Glück gehabt. Du glaubst doch nicht, dass die Gottesgemahlin des Amun damit zu tun hat, oder? Dann sollen die erstmal machen hier. Wir ziehen mal weiter. Haha, meine Pfanne ganz allein. Yay. Yeah. Oh shit. Ein schamloser Dieb wie Tychon wohnt in den reicheren Teilen Thebens. Ich sollte den Toten meinen Respekt erweisen. Komplett verkohlt, ich mag den Bot nicht. Irgendwie ist halt der Wurm drin, ja. Halt ist schon wieder der Wurm drin. Okay. Was haben wir hier? Da. Oh, mal keine Anubis-Krieger mehr, die wir. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Erledigen. Shit. Ihre Trauer verschafft mir Zeit, seine Villa zu durchsuchen. Shit. Schon alles durchwühlt. Übersahen sie was? Sehr schön. Ah, versperrt. Ich muss irgendwie da rein. Tychon und Irsu arbeiten zusammen. Du Sack, ranziger Kudung. Bezahl mir, was du mir schuldest. Sonst, Osiris, steh mir bei, schlitze ich dir die Kehle auf. Ich habe Atames Zorn riskiert, um dir die letzte Ausbeute zu bringen. Und es war eine ganze Menge. Gold, Türkis, doch sogar ein Schwert aus Scherben der Sterne war dabei. Bezahl mich, die Pharaonen kommen, um sich Lügner und Betrüger zu holen. Irsu. Der Strategos will Tychon verhaften lassen. Tychon, alter Freund, wir sind doch noch Freunde, oder? Dann glaub mir bitte, wenn ich sage, dass es nichts Persönliches ist. Wir waren uns einig, die Gräber aufzuteilen. Und trotzdem muss ich erfahren, dass deine Männer in meinem Territorium geplündert haben? Vielleicht können die Soldaten, die dieses Schreiben begleiten, das Missverständnis aufklären. Artames, Strategos von Nebo. EverQuest 2. Du mit deinem EverQuest. Hä? Achso. Tychons Papyri sind unberührt. Was ist das? Das ist eine Kiste.
Es sucht noch jemand nach dem Relikt. Also, wer bist du, Lotus? Das Schiff liegt in Svenor. Das ist mein nächstes Reiseziel. Ich muss die Kammer des Schreibers finden. Das Ladungsverzeichnis wird verraten, wem das Schiff gehört. Von den Pharaonen ein schöner Schatz. Okay. Moment. Moment. So. Dann geht's doch noch mal weiter hier. Okay. Hier auch wieder die Daily. Ah, die mache ich jetzt aber nicht. Habe ich jetzt keine Lust. So, besuche den Schreiber in Svenor. Da ist er. Es sieht verlassen aus. Wo kann er nur hin sein? Oh, und du bist? Ich suche nach dem Schreiber. Du und halb Jebu. Aber seit gestern hat ihn niemand gesehen. Ich muss ihn finden. Und? Bist du nicht stark und auch gebieterisch? Woher sollte ich wissen, wo er ist? Ich bin nur der, der seinen Lohn zahlt. Ach, warte, warte. Ich ertrage es nicht, dich so enttäuscht zu sehen. Versuch's im Dorf der Jäger. Er hat eine Vorliebe für exotisches Fleisch, wenn du verstehst. Na? Nein, verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Dummkopf. Aha, okay. Oder er ist im Papyrusdorf, um mir Material zu besorgen. Danke, Neb. Nein, ich danke dir, Neb. Und falls du ihn findest, sag ihm, er ist gefeuert. Wird direkt wegläuft. Okay. Nach Süden. Soll ich die Daily noch machen? Das stört mich, dass das da ist. Komm, ich mach's ja einfach. Was soll's? Magi, ich brauche Hilfe. Danach schulde ich dir vielleicht sogar einen Gefallen. Schaffe die Handelswaren. Wo ist das wieder? Oh, ist am Arsch der Welt. Frech. Der kleine Frechdachs schickt mich schon wieder irgendwo hin. Hält mich nur auf. Eck da, du Geier. So, ich stürz mich da einfach hinein. Metzel alles nieder und dann direkt wieder die Quest. Dieser Ort wird schwer bewacht. Okay. Ich gehe zu ihm. Ah, jetzt müssen wir auch wieder zurück. Das auch noch. Warte, der müsste doch hier auch sein in Svenor. Sag mir nicht, ich muss wirklich in den Süden dort runter.
Ja, perfekt. So, wenn das jetzt kein Legendary wird. Ein erfüllter Auftrag verlangt nach einer Belohnung, nicht wahr? Ach, epic. Frech. Ist ja noch frecher jetzt. Naja, gut. Ein pharaonischer Schatten. Aber ich komme einfach nicht weg, ne? Das ist einfach. Wobei. Ja, komm. Wir kämpfen ihn auch noch. Ist okay. Ich glaube, es wird eh reichen mit den Scherben. Wenn wir noch zwei Jenseits vor uns haben, da kriegt man ja auch immer wieder Scherben. Oh shit. Oh shit. Ey, lass ihn nur. Frechtags, da geht immer auf die Schwachen! Jawohl! Da ist er! Wir haben wieder einen Punkt! So, jetzt endlich zum Schreiber, falls er dort ist. Wow. Natürlich ist er nicht dort, ne? Oh ja. Spuren eines Kampfes. Das verspricht nichts Gutes für den Schreiber oder doch, das Verzeichnis. Schreiber. Oh shit. Ein Banditenüberfall. Ich brauche das Verzeichnis. Seinen Besitz haben sie in ihr Lager gebracht. Sehr aufmerksam. Das machen wir ganz wild. So. Befreien wir natürlich. Es ist Lotos Schiff. Hier steht, es liegt südlich von Jebu. Ah, hoffentlich ist es noch da. Okay. Südlich von Jebu. Ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt bald eine Quest in Jebu haben.
Dann ist das eigentlich eh ganz gut, dass wir das aufgehoben haben. Dass wir nicht doppelt machen müssen. Schon wieder ein Schatten. Kommen die so häufig? Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Shit. Oh, das ist der Bodenaufwischer. Oh shit. Das ist der Bodenaufwischer. Ich glaube, das ist der härteste. Oh. Oh shit. Wieder graben. Ist das ein Sackgesicht? Was macht denn der da? Warum ist der fucking Zivilist auf einmal da gewesen? Okay, okay, okay. Wir haben es aber geschafft. Ich glaube, das war der letzte. Der wäre jetzt verschwunden, glaube ich. Oh. Eieiei. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Die Schurken bringen nichts als Ärger. Jetzt töten sie schon unschuldige Händler. Oh nein. Oh nein. Sieht aus, als wären schon alle an Bord. Du Scheiße, holy shit, was passiert da? Hä, was passiert da gerade? What? Was ist mit dem Schiff gerade passiert? Ich hab's im Hintergrund gesehen. Nerv mich nicht! Du Vieh! Natürlich sind da wieder Kobra drin. Kobras. Oh, oh. Na, schon wieder. Eine Menge Blut. Jemand hat eine Leiche zum Rand des Decks gezerrt. Aber wo ist sie gelandet? Im Wasser? Vielleicht nur eine Ablenkung. Lotus Befehle. Verträge über wertvolle Artefakte. 70 Amphoren Lotuswein müssen Theben intakt erreichen. Wenn ich herausfinde, dass seine Männer von meinem Vorrat kosten, lasse ich die für jeden Schluck, der fehlt, auspeitschen. Der Lotus. Jemand wollte ihn über Bord werfen. Sie haben die Seeleute gefoltert. Für Information. Teile zerbrochener Relikte. Die wertvolle Fracht ließen sie unberührt. Sie suchten Information, nicht Profit. Töpfer waren. Sehr schön gearbeitet. Mhm. Hey Mike, servus. Guten Morgen.
Ahoi, ahoi. Eine Menge Blut. Das haben wir schon. Hier gab es einen Kampf. Aber jemand zerrte eine Leiche über Bord, um für Ablenkung zu sorgen. Vielleicht unter Wasser? Ah ja. Oder vielleicht auch nicht. Am Ufer vielleicht? Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Hier gab es einen Kampf. Aber jemand zerrte eine Leiche über Bord, um für Ablenkung zu sorgen. Hat er sein Land geschafft? Die letzten Tage waren die Morgen nicht so prickelnd. Oh je. Das klingt nicht gut. Ich bin sicher, ob Lotus unschuldig ist. Aber sie können tun, was sie wollen. Niemand stellt sich gegen sie. Hören die auch den Relikteschmugglerring in Jebu? Dieser Tauge nicht hat mein Pferd gestohlen. Die Schmuggler, die Soldaten. Alle füllen sich die Taschen mit blutigem Geld. Seit ein paar Tagen schlechten Schlaf. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Mama gibt so Phasen. Das ist die Hölle, ja. Schlaf ist schon wichtig. Das kann einen Tag ausmachen, ne? Man hat ein Pferd gestohlen? Kam der Dieb vom Schiff? Ja, ein rothaariger Dämon. Er glitt aus dem Wasser wie ein Otter. Er steigt Ganymed und ritt davon zum Dorf der Schmuggler. Und deine Kleider? Man kann nicht einmal ein erfrischendes Bad nehmen, ohne von Dieben und Vagabunden belästigt zu werden. Was soll ich denn jetzt bitte tun? Ah, bitte Sobek um neue Kleider. Bitte Sobek um neue Kleider. Aber dafür Fortschritte beim Fitness. Über 15 Kilo weg. Oha, stark. Gratuliere. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist eine Leistung, ja. Finde den rothaarigen Dieb. So, jetzt gehen wir die Pharaonen langsam auf die Nerven. Ich mach die jetzt nicht. Bajek? Bist das wirklich du? Ich glaub es nicht. Der Floh von Kyrene hier in Jebu? Nein. Der kleine Essio. So klein bin ich nun auch nicht mehr. Was führt dich her? Ist Smintos bei dir? Ich hab ihn schon seit Kyrene nicht mehr gesehen. Aber er wollte, dass ich mir mit seinem Geld etwas aufbaue. Erzähl, was hast du damit gemacht? Nun, dies hier ist ein Schmugglerdorf, also... Du bist ein Schmuggler? Eines Tages hoffentlich. Ich hörte von einer Händlerin, die Lotuswein von hier nach Rom schafft und... Isiokles, wenn ich dein Vater wäre, würde ich mich schämen. Du verschwendest dein Talent als Verbrecher. Ich würde dich zurück nach Kyrene schicken. Aber dort würdest du sicher auch nur Unfug anstellen. Und ich möchte Diokles nicht erklären wollen, warum. Schon gut, Flo, schon gut. Ich habe dich verstanden. Ein Verbrecherleben ist kein Leben. Ah. Geh nach Rom. Besuche dort meine Freundin, Amunet. Sag ihr, ich habe dich geschickt. Und sie wird dir Arbeit geben. So einfach geht's, ne? So einfach könnte es gehen. Muss noch mehr runter, kommt alles mit der Zeit, ja. Ja, wenn du weiter am Ball bleibst, auf jeden Fall, ne? So. Okay, hier. Der rothaarige Dieb. Hier ist der Stolz drauf, 15 Kilo runter zu haben. Ja, da kannst du auch stolz drauf sein, ja. Da ist er. Den kennen wir doch. Natürlich. Wie viele andere rothaarige Diebe soll es schon geben? Dieb? Ich bin kein Dieb, Bajek. Und die Auktion deines Onkels? Das Pferd des Fischers? Na, wenn du es so sagst? Ich weiß, dass du auf dem Schiff warst. Wem gehört es?
Der Ärger folgt mir auf Schritt und Tritt. Bin ich verantwortlich für die Grabschänder? Kann ich etwas dafür, dass eine Familie war und der andere meinen Lohn zahlt? Das Schiff, Sutek. Ah ja, also das war ein Abenteuer. Ich tat gerade etwas Wichtiges, als sie an Bord kamen. Die Mannschaft geriet in Panik, aber ich blieb so kühl wie eine Brise in der Oase. Sie riefen, dass Merti herauskommen soll, aber sie war gar nicht an Bord. Warte, die Händlerin? Sie durchsuchten das Schiff und töteten jeden, der ihnen in die Quere kam. Bis sie den Kapitän fanden. Sie zerrten ihn heraus. Er fluchte und schimpfte. Sie töteten seine Männer vor seinen Augen, bis er ihnen sagte, wo sie ist. Ich bin der einzige Überlebende. Unter mir Krokodile, über mir Soldaten. Mir gelang eine epische Flucht. Indem du eine Leiche ins Wasser warfst, um die Tiere abzulenken. Da wir nun wissen, was für ein Held du bist, wo ist Merti? Sicher in der Villa westlich von Yebu, das Haus des Blauen Lotus. Bei dem schönen Wasserfall. Ich könnte mitkommen, an deiner Seite kämpfen. Ich finde sie. Und du hältst dich aus Ärger raus. Natürlich, natürlich. Ich frage mich, wie wird man eigentlich zu einem Schmuggler? Ich frage für einen Freund. Ja. Für einen Freund. Wahrscheinlich wegen für Ezio oder so. Blut im Wasser. Merti hat Besuch. Okay. Ein paar Stinker. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Aber vielleicht schieße ich zuerst. Ich hau mich direkt hinein. Jo, jo! Tod kommt dich holen. Ins Auge. Da wartet schon einer. Upp. Alle hopp. Der kriegt nichts mit. Perfekt. Hier hast du auch was Schönes. Da unten ist noch einer. Danke ich dir, die Soldaten an meiner Tür? Du hast mich in Theben angelogen. Sei nicht naiv. Mehr konnte ich dir nicht sagen. Hätte ich die anderen verraten, wäre ich jetzt tot. Das Relikt. Du kanntest seine Macht. Nein. Nicht bis du zu mir kamst mit blutigen Klingen und einer unbeglichenen Schuld. Sie ist noch unbeglichen. Dein Aton
Wir haben danach gesucht, ihn aber nie gefunden. Ein vergoldeter Mythos der Ordnung, Wahrheit, Gerechtigkeit an die Wände des Grabs eines Ketzers geschmiert. Nach allem, was passiert ist, stellte ich die Suche ein. Was ist passiert? Gemetzel. Eine arme Seele, die unsere Schändungen verhindern wollte. Ich wusste nicht wer, wollte es nicht wissen. Aber ich profitierte und deswegen wiegt mein Herz schwer. Erleichtere es. Als du nach Theben kamst, begann ich wieder zu suchen und wusste, jemand hatte es gefunden. Weißt du denn, wer das Relikt hat? Das blieb mir leider verwehrt. Aber es gehört nicht den Menschen. Es hat die Macht der Götter. Nicht mehr lange und jemand findet heraus, wie er diese Macht einsetzen kann. Dann möge Amun uns beistehen. Hierher führte mich die Spur. Ich habe es von einem Antiquar bei den Gräbern der Noblen. Das Relikt wurde in einem Ma'at-Ritual benutzt, das lange Zeit vergessen war. Nimm es. Ich werde dieses verfluchte Land verlassen. Oh oh. Der Wäger der Herzen kommt mich holen. Okay. Los geht's. Oh, shit. Nixa. Autsch. Ja. Wieder mit dir. Und hier hast du noch schönes. Ja. Jawohl. Sehr schön. Das war's mit ihm. Kann er sein eigenes Herz wiegen? Anubis. Der Unbarmherzige. Palmettenschnitzer. Sehr gut. Gut. Dann such mal den Antiquar. Oh, 240 Schnitzel. Weg damit. Ja gut, ich meine, jetzt hast du zweimal verkohlt. Das heißt, vielleicht, ich meine, die, normalerweise sollten die Chancen jetzt gut stehen, dass du gewinnst, ne? So, aber weißt du, Glücksspiel und so. Hoffentlich wird die Pfanne gnädig sein. Auch dir viel Glück, Mike. Oh. Oh, was macht das Pferd? Nee. Stark, Robson. Ein saftiges Schnitzel. Saftig. Aber trotzdem viel Glück, dass du es wieder bekommst. Erstmal klein rein. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Es hat begonnen und... Oh mein Gott, Vicky. Oh mein Gott. Oh shit. Ich verbrenne den Bot. Oh mein Gott, das ist... Das tut echt weh. Hier. Du kriegst eine Mitleidsspritze. Deswegen, liebe Kinder, fangt ja nicht mit Glücksspiel an. Auch mit positiven... Auch mit positiven... Prozentwinn-Chance kann man komplett reinscheißen. Das gibt's nicht. Das zeigt's mir immer wieder. Wirklich. Das ist Wahnsinn. Glücksspiel ist so ein Rotz. So, was haben wir hier? Bedeuten dir unsere Vorfahren gar nichts? Du schändest unsere Gräber, unsere Geschichte. Mhm. Atamis würde sie auch ohne mich plündern. So kann ich immerhin ein paar Dinge beschützen. Beschützen? Du siehst doch nur das Geld darin. Mehr Drachmen, die du beim Würfeln verspielen kannst. Priesterin, bitte mäßigt euch. Vertraut mir. Das Gesetz wird beachtet. Das sind keine Pharaonen. Das sind unsere Brüder. Väter. Mütter. Und vertrau mir. Unsere Mütter werden dich strafen. Du hast ein großes Talent, Bayek. Du kommst immer zur rechten Zeit. Seit wann arbeitest du schon für die Grabräuber, Tahmet? Der kleine Zwischenfall in dem Spiel erzählt, blieb nicht ohne Folgen. Ich hatte die Wahl, Kerker oder den Soldaten bei der Erforschung der Tempel zu helfen. Ah, du bist also die Antiquarin, die Merti erwähnte. Du hast das Maat-Ritual untersucht, was? Reis Atem, bitte schweig still. Hä? Wenn Atames Männer erfahren, dass ich ihnen etwas verheimlicht habe, begleite mich. Und bitte, errege nicht zu viel Aufmerksamkeit. Das gibt's nicht. Jeder hat irgendwie Geheimnisse hier. Die Maat-Inschriften sind hier, in der Nekropole der Noblen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie alle anzusehen. Aber hier sind rothaarige Gläubige. Eine Sphäre. Moment. Könnten das Ramses Nachfahren sein? Ah, da wir vom großen Pharao sprechen. Ich habe einen faszinierenden Papyrus, der... Na, vielleicht sollte ich mir das Ritual selbst ansehen. Sei vorsichtig. In den Gräbern wimmelt es von Atames Männern. Wenn du die Sphäre findest, würde ich sie gerne sehen. Aus den Händen der Götter. Sowas findet man nur einmal im Leben. Einmal? Ah, ich wünschte, es wäre so. Möge deine Klinge hart zu deinen Feinden sein, Bayek. Der König der Könige. Für meine Nebenquest, ja? Unlauteres Geschäft. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ein Kind. Ihre Schändlichkeit ist grenzenlos. Yeah. Dieser Strategus von Yebo wird sich vor Osiris verantworten. Oh, jetzt müssen wir nach Yebo. Okay. Ja, ich rede gleich mit dir, wenn wir schon mal hier sind. Sieh dir das an. Sag mir, was du siehst. Ich sehe dich, genau wie ich dich zuletzt sah. Über verstaubtem Papyri und immer noch verlierst du mehr, als du gewinnst. Wissen bedeutet nicht unbedingt Weisheit, Bayek. Hast du von Ramses II. Gehört? Der große Pharao? Vater von 100 Kindern? Ah?
Er ist der Pharao, der wandelt. Woher weißt du das? Das hier erzählt okay. davon. Okay, seltsam, denn es ist sicher 1000 Jahre alt. Ein großer König mit zersplitterter Seele. Was er will, steht da nicht. Etwa Rache? Oder hat er unerledigte Angelegenheiten? So wie wir alle. Warte, Bayek. Einen Moment, bevor du dich noch umbringst. Der Name des Pharao. Der Schatten des Pharao. Ein altes Ritual, es steht alles hier. Faszinierend. Wenn er wie die anderen ist, weiß ich, was zu tun ist. Aber ich brauche das Pergament. Natürlich. Und? Wie wär's mit Finderlohn? Gib sie mir doch einfach, weil du ein gütiges Herz hast. Falls du das nicht schon beim Würfeln verspielt haben solltest. Ich gebe dir meinen Segen. Ha. Reh, beschütze dich, Bayek! Okay. Ich habe gefunden, was ich brauche. Des Pharaos Jib, sein Schut, sein Ren. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe betten. Zur Zeit des Philopatris, der ihr Land liebt, wird ein Adler die zerteilte Seele von Ramses wieder vereinen. Er stellt sich dem Großen, der wandelt, der die Königreiche überspannt, den Geier und die Kobra in seinen mächtigen Händen hält. In den Ruinen ist der Ren eines Pharao, große Lieder und Hymnen, die in seinem Namen gesungen wurden. Das Blut einer Mutter, das Herz des Pharao, bringe alles zurück und banne den Gott durch das Ritual des Seetfestes. Okay. Und wo wäre das? Beende der Schatten eines Pharao. Der Schatten eines Pharao? Wo wäre das? Der Fluch des Pharao konzentriert sich auf die Stadt Theben. Matt. Aha, okay. Das heißt, wir müssen in Theben jetzt rumeiern, bis ein Pharao erscheint, oder wie? Naja, gut, egal. Nach Tychons Tod entdeckt Bayek, dass noch jemand anderes nach dem Relikt sucht. Er reist nach Svenu, um das Schiff des mysteriösen Lotus zu finden. Wo ist das? Das ist auch gleich hier. Okay. Dann machen wir das hier auch gleich. Jetzt haben wir wieder einige Quests bekommen. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Hey, da draußen ist irgendwas. Nix, hey. Geh und sieh nach. Halt mal die Augen offen. Hey, was? Hey, hallo. Endlich. Metzel mich dort durch, ja. Aua. Aua. Tja. Dafür werde ich dich abschlachten. Ja, hast du was. Willst du was? Hier hast du was. Die Nachfahren, die Tal mit erwähnte. Hey!
Jemand benutzt die Sphäre. Ein Pharao? Nenn mich paranoid. Kuckuck. Da können wir uns durchboxen. Amun. Gibt es eine Verbindung zum Ritual? So, und das letzte ist hier drüben. Okay. Menschen, die ein Relikt anbeten. Priester des Echnaton. Aber die Strahlen fehlen. Eine Frau hält das Relikt hoch. Die Gemahlin Atons. Nofretete. Ob es damals echte Macht hatte? Oder war es nur ein Symbol? Sie führten die Nachfahren von Ramses vor. Aber das Ritual, es ist nicht der Göttin der Wahrheit, sondern einem anderen Gott gewidmet. Die doppelte Federkrone des Amun. Das Ritual stellt die Ma'at für alles unter dem Himmel wieder her. Zu Ehren des Herrn von Theben und die Gottesgemahlin an seiner Seite. Die Priester haben das Relikt. Sie hat mich von Anfang an belogen. Eieieiei. Isidora, sie hat den Fluch der Pharaonen erweckt und wollte es vor mir rechtfertigen. Isidora streckt Metall mit. Könnte ihre eigene Mutter hier begraben liegen? Oha! Wir haben wieder zwei Quests bekommen. What the fuck? Ich glaube, das ist eh hier das. Ja. Vergib mir. Hat Smerti Opfergaben zur Sühne für die Taten der Grabräuber? Vergib mir, Nitokris. Ich lasse diese Opfergabe hier, damit dein rastloser Kahn mich nicht länger quält. Ich hatte nichts mit all dem zu tun. Trotzdem ist mein Herz schwer, Merti. Die Priester des Amun wurden hochgeschätzt. Eine Inschrift. Die Gottesgemahlin des Amun wurde in ganz Ägypten verehrt. Isidoras Mutter sitzt zur rechten Amuns, als Gottesgemahlin. Eine Nachricht von Isidora. Mutter, mein Herz ist gebrochen. Und auch wenn ich wusste, dass du an Amuns Seite zurückgekehrt bist, schmerzt dein Verlust wie ein Dolch in meiner Brust. Schlafe friedlich in den Gefilden der Binsen, Mama, und wisse, dass ich deine Arbeit fortsetzen werde. Als sie versuchte, sie am Plündern des Grabes zu hindern. Isidora musste ihre Mutter begraben. Die Sphäre und das Vermächtnis ihrer Mutter gingen an sie über. Sie schwor, sie zu rächen, bekam aber nie die Gelegenheit dazu. Bis jetzt. Jahre später versuchte Merti, Wiedergutmachung für die Taten anderer zu leisten. Die wahre Quelle des Fluchs. Ein Mädchen, das seine Mutter verlor, flehte die Götter um Rache an.
Okay. Ja gut. Dann haben wir ja den Übeltäter. Wir haben den Übeltäter, aber wir holen uns erstmal den Strategos. Der ist jetzt dran. Ab nach Yebu. Ich habe gewusst, dass da noch eine Quest hinführen wird. Oder sagen wir so, ich habe es gehofft. Das ist schon eine große Festung. Muss ich nicht unbedingt doppelt machen. Wann wurde solche Unterdrückung zu Ägyptens Erbe? So. Ach du Heilige, wie viel da los ist. Okay, da gibt es einen Geheimgang. So. Ein Leuchtfeuer habe ich jetzt keins gesehen, glaube ich. Nö. Gut, ich meine, macht doch keinen Sinn, das Leuchtfeuer hier auf so einer Insel. Da kommen sowieso dann keine neuen Soldaten an. Das würde keinen Sinn machen, ja. Gut. Dann hau ich mich einfach mal rein. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. 4 Schätze. 2 Hauptmänner, 1 Kommandant. Hey, wir! Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Bewegst dich. Hey, Moment mal. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Hey, was? Oh, oh, oh. Du hast hier nichts zu suchen. Oh no! Sehr gut. Ja, genau. So, ich will mich erstmal hier. Hier habe ich noch einen Schatz. Hier ist noch ein Schatz.
Ein Schatz fehlt noch. Also hier sind zwei. Einer würde noch fehlen. Aber wo? Eins, zwei. Hey. Ja, soll er da ein bisschen rumwüten? Ist kein Problem. Ah, hier ist noch einer. Okay. Also doch wieder umdrehen hier. Kohlenstoffkristall. So. Oh no. Hey. Einen Moment. Ups. Deine Zeit ist abgelaufen. Das war genau in die Weichteile. Das ist ein ganz kritischer Schaden. Ach ja. So. Und hat er geschossen. Er fackelt die Festung ab. So ein Blindgänger. Oh, da ist der Strategos. Oh, den können wir aber hier schön baiten jetzt. Komm hierher. Was? Was? What? Oh mein Gott, das war frech. Vergangenheit nicht länger rauben. Sehr gut. Tada. Dann haben wir da noch einen Hauptmann. Ja, komm. Stirb, du Wurm. Oh, oh, oh. Aber du rennst mal nicht davon. Wir müssen aufholen. So, also einen Zweikampf machen hier.
Sehr schön. Sehr gut. Ah, das war der Kommandant sogar. Jetzt brauchen wir noch den Hauptmann. Der letzte Hauptmann. Wo versteckt er sich? Da hinten. So, ich werde die alle ignorieren. Mich nur auf den Hauptmann konzentrieren, dann sind wir auch schon hier fertig. Das ist aber sehr riskant, dass er sich alleine so weit rauswagt. Das sind Peperonis. Wir sind fertig mit Yebo. Nice. Sehr schön. So, einmal hier und einmal hier. Sehr gut. Als nächstes würde ich ganz gerne dieses Rätsel hier machen. Da müssen wir aber wieder nach Echnaton. Aber ich werde jetzt eine kleine Pause machen. Ich gehe kurz AFK. Und dann geht's gleich wieder weiter. Och nee, kein Rätsel. Nee, ich schaue mir das gleich an, die Lösung. Meins eins. Ich probiere es gar nicht. Ich habe gemerkt, dass das ist zu komplex. Das lassen wir mal. Also beim ersten Rätsel, das war ganz komisch geschrieben. So. Ich bin sowieso kein Rätsler, sag ich mal. und ja, deswegen. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Es ist ja Wochenende, nichts Kompliziertes. Genau so schaut's aus, Jen. Genau so schaut's aus. Kompliziertes haben wir unter der Woche. Am Wochenende nicht, bitte. Aber ja, so streikt dein PC bald wie in der Arbeit immer. Ja, genau. Gut, wir machen eine kleine Pause. Ich bin gleich wieder da und dann geht's weiter.